Nicht jetzt Rewe oder was für ein Spiel? Nee, kann man sich tatsächlich auf Steam kaufen, Supermarkt Simulator. Es heißt glaube ich nicht genau, oder? Es heißt Supermarkt Simulator, glaube ich. Du fängst halt klein an und du bist halt einer, der seinen eigenen Supermarkt gegründet hat und kannst dann halt Ware anbieten und musst dann an der Kasse stehen, musst die einpiepsen und verkaufen halt. Dann kannst du immer neue Sortimente, deinen Laden größer machen, vergrößern, Mitarbeiter einstellen und so. Genau. So, was haben wir denn hier Schönes? Oi, die sieht schick aus, oder? Die Ocarina. Für mich alles neu auch. Was hat sie denn gerade für einen Sound gemacht? Was hat er so lange gedauert? Chasing Kukos, hä? Die beschwert sich einfach. Prinzessin, ja. Was hat das so lange gedauert? Hast du Hühner gefangen, hä? Ich meine, so mal an sich, ne? Link soll die Welt retten und dann geht er erst mal der Kakariko. Ja, ich fang mal ein paar Hühner. Aber eigentlich muss er sich auch mal ein bisschen Zeit nehmen, ne? Ein bisschen Zeit für sich und so. Immer nur arbeiten ist auch nicht gut. Man muss auch mal einfach ein bisschen... Boah, die sieht mega cool aus, diese Ocarina. Gefällt mir. Muss ich auch mal ein bisschen Zeit für sich nehmen. Ist wichtig. Gut, Was machen wir jetzt? Erstmal Maske abgeben. Ganz klar. Und da gibt es die Hasenohren. Jetzt sehen wir gleich, ob wir wirklich ein Upgrade bekommen mit den Hasenohren. Ich glaube aber eigentlich nicht dran, dass wir schneller laufen können. What? Es ist echt die schnell... Was? Ist das geil. Wir haben echt die schnellen Hasenohren. Oh, ist das gut. Ey, Leute, sorry, aber ich gehe jetzt nochmal zu Boris. Ich mache jetzt das Rennen gegen den. Oh, ist das cool. Oh, ist das cool. Ja, dann gibt es doch leider erst in der im nächsten Stream den finalen Punkt, dass wir wohl erwachsen werden. Ich denke, das wird man auf dem nächsten Stream verschieben. Aber es ist so gut. Ich liebe die Hasenohren. Das ist die beste Maske. In Majora's Mask ist das so geil. Ich liebe das, ne? Wenn du die Hasenohren hast, dann... Boah. Super. Ja, dann einmal drehen, bitte. Dankeschön. Warum einmal drehen? Oh, oh. Keine Heilung ausgenommen. Herzkatheter. Oh, ja, das ist okay. Das ist okay. Damit kann ich leben. So. Oh, ist das gut. Das tut so gut, ne? Achso, ich darf gerade gar nicht, oder? Nee, ich muss noch Nacht machen. Leute, wir haben schnelle Hasenohren und dann... Ah, dann machen wir uns das nächste Stream erwachsen. Hast du ein Glück, dass ich auf Singen gelandet ist? Ja, das stimmt wohl. Oh, Leute, Hasenohren. Gut. Wir können jetzt auch weiter springen damit, glaube ich. Das könnte auch ganz nice sein. So, let's go. Damit sollten wir doch locker gegen Boris gewinnen, oder? Wie viel brauchen wir? 50 Sekunden, glaube ich. Let's go. So, das Einzige, was gefährlich ist, Feuer. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Shit. Mein Schild. Sag mal, tickt der Timer schneller? Kann das sein? Nee, ne?
Ich brauche mal. Natsu, ich brauche mal ein Schild. Natsu, schick mal ein Schild rüber. Hey, Alter, wir machen hier 40er Lauf. Wenn ich nicht einmal von der Fackel getroffen worden wäre, wäre das 40 gewesen. Boris, du warst zu langsam. Wir waren schneller als Boris. Ich habe auf Boris gewartet. Mann, es gibt gar keine extra Belohnung. Shit. Das macht mich jetzt traurig. Für 200 Rubine, weil du es bist. kann man das nicht auch aufnehmen, dass keine Hasen erlaubt sind? Ey, du machst mich gerade ganz traurig, Agatha. Deko-Schild für 200 Rubine, weil du es bist. Nope. Ich glaube, ich passe. Okay. Ja, komm, wir haben noch Zeit. Wir machen uns noch erwachsen. Ja, ist jetzt halt die Frage, müssen wir als Erwachsener... Müssen wir als Erwachsener das Rennen auch nochmal gegen Boris machen? Nur 5 Rubine für die nächsten 7 Minuten. Oh. Leute, bringt ihr mir einen mit? Ich gebe euch auch 20 Rubine. Ah, oh, Hasenohren, ey. Wie gut. I love it. Da. So. Dann ab in die Kirche, würde ich sagen. Und dann, ich bin gespannt, wie wir als erwachsene Link aussehen. Ich bin echt gespannt. So. Gebt Chris nix, der war heute böse zu uns. Ey, also, bitte. Ich war doch nicht böse. Du, wo sind meine Steine? Ach ja. Okay, da sind sie. Schick. Dü. Leute, es geht los. The Master Sword. Ist doch ein geiles Finale, oder? Wie war das, über die Klinge springen lassen? Hä, das habe ich nie gesagt. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Dann kaufe ich 4 Stück und verkaufe ein weiteres für... Danke. Ich hab's heute verschissen bei euch, ja? So, jetzt geht's los. Planke. Na, ich habe niemals von der Planke gesagt. Nee, ich meine, das war Piratenzelter-Junge vielleicht. Also der, ja. Der Piratenzelter-Junge. Pirato-Zelter-Junge. Zelter-Junge-Pirato. Der hat das gesagt. Der ist ein übler Bursche, aber... Hier, der normale Zelda-Junge, der ist fein. Feiner Kerl ist das. Dem könnt ihr vertrauen. Auch der Händler Zelda-Junge mit seinen komischen Preisvorstellungen. Den könnt ihr auch in die Tonne kloppen, aber der normale Zelda-Junge, der ist super. Ne? Der braucht da keine Angst haben. Also, dem könnt ihr ruhig vertrauen. Hallo Rauru. Hoi! Hoi! Okay, wir sehen genauso aus. Wir sehen genauso aus, bloß in groß. Deswegen wurdest du eben versiegelt. What the? Ich bin gespannt, welche Zelda-Jungen wir noch so kennenlernen werden. Ich auch. Wie gesagt, falls ihr Ideen habt für Strafen oder welche Person ich als nächstes imitieren soll, vielleicht mal kein Pirat, dann schreibt's gerne in die Kommentare unter den nächsten Videos, die nächsten Tage, denn das wird natürlich wieder alles hier hochgeladen auf YouTube, ne? Und
Ja. Wenn ihr da noch Ideen habt, gerne einbringen. Immer schön drunter schreiben. Schizophrener erzählt der Junge. Sonderangebot, alle Schelte, die nächsten vier mit 3 Minuten, 3 Rubine. Also der kleine Link und vor allem der große Link sahen beim letzten Red auch teilen. Ja, sahen wirklich. Beim Randomizer sahen die viel besser aus. Da gebe ich dir vollkommen recht, Algazza. So. Erstmal schick weghauen. Oh, der hat's direkt getroppt. Er ist Zelda. I'm Zelda. Sheik. Ich bin Sheik. Sorry. Ich bin bestimmt nicht Zelda. Nicht Zelda. Okay? Ich bin Sheik. Ich sehe nicht mal aus wie Zelda, ne? Batman Zelda, Junge, zum Rat hinzufügen. Was ist denn nur mit dir? Okay. Du bist nicht Zelda, ja? Also, sie sagt, sie ist nicht Zelda. Ja. Er ist Sheik, nicht Zelda. Glauben wir ihm natürlich. Darth Vader, Zelda, Junge. Hallo, Leute. Hier spricht das Imperium. Jo. Leute, wir sind erwachsen geworden. Ich würde mir gerne mal Ganons Schloss angucken, kurz. Da gibt's ein schönes Bild zu Sheik und Link, kann ich aber nicht zeigen, weil dann haut mich Kitsune. Okay, was? Oh mein Gott, what has happened? Aber ich höre Skulltees und das sind Steine, was zur Hölle? What the heck? Leute! Frage, gibt es denn für mich eine Belohnung? Weil ich habe diesen Stream überstanden, ohne einmal zu sterben. Theoretisch ist das doch eine Belohnung wert, oder? Hm? So, wir haben keinen Bumerang mehr, ne? Das ist traurig. Wo ist denn die Skuldi? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Gute Frage. Das ist wirklich eine Leistung. Was für eine Belohnung schwebt dir vor? Keine Ahnung. Schick Chris über die Blanke. Wo ist die Skuldi? Hä? Oh. Tot. Wie, ich hab den Enderhaken. Ich hab doch keinen Enderhaken. Ich hab keinen Enderhaken, Gogando. Boris hat nur gesagt, er würde mir einen Enderhaken geben, aber die Sau hat mir keinen gegeben. Einfach so. Wie war das mit dem Sterben? Tot. Instant Death. Wo ist die Skuldi? Ach, da oben. Guck mal, da oben ist sie. Hm, okay, da komme ich nicht ran. Ah, doof. Okay, Leute, wir haben 21.20 Uhr erreicht, ne? Wollte ich nur mal sagen. Aber ich bin gnädig mit euch. Ich mach bis 21. Ich mach bis 21. So nett bin ich zu euch. So. Da mal oben drauf, genau. Da war die Skuldi. Voll cool, dass du länger gestreamt hast. Ja, bis 21. Und dann hat Boris, hat mich bin ich belogen, ja. Ja, an die Skuldi kommen wir leider nicht ran, oben auf der Mauer. Ich denke mal, wir brauchen da den Longshot für. Nee, ich mach bis 21.21 Uhr. 21.21 Uhr. Nee, Spaß beiseite. Ich will doch mal gegen Boris ein Rennen machen und gucken, ob ich jetzt vielleicht einen Enterhaken bekomme. Als letzten Step. Ansonsten
würde ich danach den Stream beenden auf jeden Fall. Aber ich will nochmal gucken, ob das was damit zu tun hat, ob man erwachsen oder jung ist, ob das damit was zu tun hat, ob man den Enterhaken bekommt. Denn normalerweise hat ja Boris 2 Preise zu vergeben. Okay, jetzt sind hier Fledermäuse, ist auch interessant. Dann willst du doch keine Belohnung. Oh Gott, nein! Aua. So. Shit, ich glaube. Oder war das hier? Ach, es war hier. Ups. Nee, es war. Ach nee, guck mal. Die haben mir einfach dicht gemacht. Die haben einfach dicht gemacht. Okay. Dann geht das ja doch nicht. Okay, schade. Ja, dann ist unsere Aufgabe wohl im nächsten Stream herauszufinden. Bombe? Meinst du? Okay, warte, wir probieren nochmal eine Bombe. Ansonsten müssen wir im nächsten Stream herausfinden, wo wir den Enterhaken herbekommen. Das könnte spannend werden auf jeden Fall. Huh. Yay! Wie der Zelda-Junge lässt die Trompeten erklingen. Ne, geht leider nicht. Dankeschön, wer immer gespendet hat, I don't know. Ich habe mir ja nicht selber gespendet. Aber das bedeutet, wir drehen nochmal. Als Finale. Das ist doch glatt etwas nostalgisch. Der Spenderjunge war am Start. Kein Schild. Okay. Deine Belohnung im Stream. Ah, das war die Belohnung. Verstehe. Vielen Dank, wer immer gespendet hat und sich Zelda-Junge genannt hat. Aber das war's für heute, liebe Leute. Der Spenderjunge war am Start, ja. Gut. Nächster Stream. Werden wir gucken, wo wir den Enterhaken herbekommen. Wir müssen irgendwo mal, ja, wir müssen jetzt alle Gebiete abgrasen. Ich weiß gar nicht. Wir versuchen erstmal zum Wald zu kommen, würde ich sagen. Obwohl, das wird schwierig. Boah, wo soll man den Enterhaken noch finden können? Das wird interessant auf jeden Fall. Ich habe noch keine Ideen. Wir könnten vielleicht die Tauschquest starten. Oder wir sammeln weiter Skultis. Vielleicht sind auch die Skultis irgendwie da mit drin in der Belohnung. Wir könnten vielleicht auch nochmal die Läden abchecken. Vielleicht kann man den auch irgendwo kaufen. Wird auf jeden Fall interessant werden, würde ich sagen. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne liken, ne, kommentieren. Und falls ihr das nächste Mal wieder dabei sein wollt, Samstag 18 Uhr etwa, heute war es mal 19 Uhr, startet dann wieder der nächste Stream. Ansonsten gerne die weiteren Projekte genießen, die gerade auf dem Kanal noch laufen. Ich bin gerade dabei, einen Twilight Princess Randomizer vorzubereiten, für die Leute, die es interessiert, als nächstes Projekt. Falls eines der zwei Projekte auslaufen wird, wird aber noch ein bisschen dauern. Aber da bin ich gerade am Vorbereiten. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für den schönen Stream. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Und habt noch allen einen schönen Abend. Tschüssi, Leute.